Willkommen zurück bei The Long Dark und wir befinden uns bei dem großen Hochstand, der eigentlich von innen kleiner ist als von außen. Das hat mich jetzt sehr stark gewundert. Ich hatte mir da eigentlich Wasserflasche. What have we here? Ich hätte mir da eigentlich mehr erwartet. Schauen wir mal, wie gut unser Messer ist. 89% ist eigentlich ganz okay. Wir haben nach wie vor ein Gepäcksproblem. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie viele Stunden Tageslicht noch übrig sind. Warum wissen wir das nicht? Ach so. Okay. Ja. Deshalb. Deshalb wissen sie es nicht. Und was ich auf jeden Fall interessant finde, leider Gottes, war hier keine Waffe. Es gibt hier eine Mine und die müsste eigentlich gleich nördlich von uns sein. Dort machen wir uns gleich mal auf den Weg dorthin. Wir haben ein Gewichtsproblem, aber ja, ich würde mal sagen, was soll's? Was soll's? Wo ist hier jetzt Norden und wo ist... Von hier kamen wir, oder? Oh Gott. Ich hoffe, wir kennen den Weg noch. Wie viel Holz habe ich? Oh, eigentlich genug. Oh Gott. Von wo kamen wir? Leicht verwirrt. Leicht verwirrt. Ich weiß nur, dass wir hier links müssen. Ach, hier geht's, glaube ich, weiter. Und kein Wunder, dass wir nicht wissen, warum es, ach, wie spät es ist. Hier. Hier geht der Weg. Hier geht der Weg. Okay. Denn bei diesem Nebel, minus 8 Grad ist eigentlich ganz okay. Bei diesem Nebel möchte ich auch nicht gerne draußen sein. Vor allem, weil wir da noch nicht wissen, ob wilde Tiere in der Nähe sind. Wir haben in der letzten Folge einen Bären gesehen. Den hätte ich gerne gejagt. Und ich will ihn auch nach wie vor gerne jagen, aber ohne Waffen ist das ganze Unterfangen sehr, sehr schwierig. Aber es gibt hier angeblich eine Mine. Und diese Mine müsste irgendwo rechts sein hier. Ich glaube, wir sind sogar auf dem richtigen Weg hin. Oder auch nicht. Ich hoffe es zumindest. Dadurch, dass wir nichts sehen, ist es alles schwieriger als erwartet. Ach nein, wir sind richtig. Wir sind richtig. Wir sind richtig. Ich habe ja nach wie vor diese Karte. Und hier müsste es sogar relativ chillig sein. Oh, wir sind ausgelaugt. Dann sollten wir vielleicht sogar in der Mine etwas Rast machen. Die müsste hier vorne sein. Okay. Oh, ich liebe dieses Spiel. Und ich liebe es, Dinge zu entdecken. Und das kann man mit diesem Spiel besonders gut. Und wie kommen wir hier hinein? Ach. Ach so. Das ist ja cool. Wir gehen nochmal ins andere Gebiet. Gluthügel Kohlenbergwerk. Geil. Das ist ja mal geil. Leute, hier ist es sogar warm. Oh. Oh oh. Hier ist es sehr dunkel. Wir könnten uns eine Fackel bauen. Ja, die können wir nur zerlegen. Okay. Aber wir haben ja noch. Wir haben ja noch hier die Laterne. Können wir die nachfüllen? Perfekt. Sehr gut, sehr gut. Geil. Da
Das wollte ich schon immer mal machen. Eine Höhle erkunden. Lampenöl. Ja, das kommt ja wie gerufen, oder? Streichhölzer auch. Die Leute hier denken auch echt an alles. Wer auch immer hier gearbeitet hat. Vor allem, was hier abgebaut wurde. Sehr mysteriös. Also solche Orte sind sehr geil. That'll come in handy. Oh, unser erstes Antibiotika seit dem Neustart. Wie das alles heilt hier. Oh, richtig düster. Ich hoffe, da gibt es keine bösen Kreaturen dort unten. Oh Gott, ich dachte schon. Kohle. Hope nobody needs this anymore. Das ist ja mal höchst interessant. Haben wir Kohle? Oh Gott, wir finden hier nie wieder raus. Wir finden nie wieder raus, Leute. Ich sollte eigentlich was hinlegen, oder? Sollte ich was hinlegen? Die Kohle ist so schwierig zu nehmen, denn wir sind komplett überladen. Wir sind komplett überladen. 34,1 Kilo. Und gefühlt können wir im Moment... Oh Gott, wir finden hier nie wieder raus. Und wir könnten hier ein Feuerchen machen. Wie müde sind wir? Wir sind schon sehr müde. 8 Stunden Tageslicht übrig, was eigentlich scheißegal ist, oder? Es ist eigentlich scheißegal. Es ist scheißegal. Essen wir mal... Oh Gott, wie viel... Ich übertreibe ein wenig mit den Streichhölzern, oder? Essen wir mal. Okay. Okay, okay. Wir haben genug zu essen. Oh Gott, wir haben genug zu essen. Wir haben genug zu trinken. Ich denke mal, wir legen uns mal hin, oder? Breiten wir mal den Schlafsack aus. Wo haben wir den? Hier. So. Nö. Löschen. Wir ruhen uns jetzt einmal 10 Stunden aus. Ach, ich bin dumm. Was mache ich denn hier? Ich will mich ausruhen. So. Ausruhen. Okay. 10 Stunden ruhen wir uns aus. Es ist eigentlich völlig egal, ob es dann Nacht ist oder Tag. Wir sind sowieso in der Höhle. Es spielt überhaupt keine Rolle. Hä? Hört ihr das? Oh Gott. Ich würde jetzt gerne Licht anmachen. Ich habe irgendwie auch leicht Schiss, dass hier... Gut sind, wir sind sehr gut ausgeruht. Okay. Ich habe leicht Schiss, dass hier direkt vor unserer Nase. Erdnussbutter können wir nehmen, oder? Nö, die heben wir uns auf. Zuerst mal das, was am wenigsten hält. Okay. Das war ja klar, die Salzcracker. Gut, dann trinken wir zuerst mal was, bevor wir die teuflischen Salzcracker zu uns nehmen. Okay, dann können wir gleich nochmal was nachtrinken hier. Gleich noch was nachtrinken. Okay, okay, okay. Den sollten wir jetzt mal wahrscheinlich reparieren, oder? Nö, der hält noch, der hält noch. Okay, okay. Sehr gut, es hat sich nichts verändert. Wir sollten was fallen lassen, oder? Wir haben so viel mit, Leute. Okay, die Fackeln hier, die werden auf jeden Fall Sinn machen. Ja, das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ach so, warte mal. Ah, der Mantel, der wiegt ordentlich viel. Und das Holz, aber es ist eigentlich ja, die Kohle. Ach, scheiß drauf, gehen wir weiter. Gehen wir weiter.
Mich würde interessieren, was man mit der Kohle machen kann. Ah, okay. Ein Abteil. Stoff. Ah, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Ah, Lampenöl nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Verband. Sehr gut. Den Stoff lassen wir da. Ach, die lassen wir hier. I could use this. Ah, die lassen wir auch hier. So viele Streichhölzer, Leute. Die Zeitung nehmen wir mit, aber ansonsten können wir... Okay, es geht noch tiefer runter. Und es geht hier nach Pleasant Valley. Das ist jetzt nicht die Stadt aus H1Z1, wie viele vermuten. Oh. Die Sturmlaterne. Oh, die hat viel. Aber die wiegt auch viel. Schade, dass man da nicht irgendwie Öl abzapfen kann. Ja, die muss ich mitnehmen. Leute, das ist... Die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. So viel Petroleum. Da schmeiße ich lieber meine weg oder zerlege sie zu Metallschrott. Wenn ich nehme jetzt die Kohle hier nicht mit... Wahrscheinlich kann man coole Sachen damit machen. Ich vermute mal, dass man sie ins Lagerfeuer dazulegen kann und dann hält das Lagerfeuer länger. Ich vermute es einmal. Das ist auf jeden Fall ein guter... Das ist geil hier. Ein guter Punkt. Arbeitsstiefel. Haben wir... Was haben wir eigentlich für Kleidung? Oh. Naja. Ich denke mal, dass dann die Stiefel wesentlich mehr bringen. Sehr gut. Oh, es ist auf jeden Fall sehr spannende Musik hier. Lange Baumwollunterhose lassen wir hier. Schwerer Wollmantel. Puh. Also wir sind überladen, Leute. Also was hier. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Soll ich es mitnehmen? Ach, scheiße. Ah, das muss ich mitnehmen. Wir überladen uns hier komplett. I can barely walk with this much gear. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich helfe dir mal, indem ich ein paar Sachen esse. Das hält nicht lange. Das Hundefutter, das kann man wegschmeißen. Das braucht kein Mensch. Das braucht echt kein Mensch. Okay, hier noch vor geht's. Momentan brauchen wir eigentlich nichts mehr mitnehmen. Links oder rechts? Oh Gott, wir werden uns sowas von verlaufen. Was haben wir hier? Das sieht interessant aus. Was ist das? Okay, ich schätze mal, dass ich... Geht's hier auch weiter? Ich hoffe ja echt, dass es keine Wölfe gibt. Und ich hoffe, dass dieser Stollen noch einigermaßen lange hält. Ich gehe mal davon aus, dass wir richtig sind. Ach. Das ist doch gemein. Wie kommt man denn dorthin? Gar nicht, oder? Wir haben sehr, sehr viel Kram. Wir sollten eigentlich einmal sesshaft werden und... Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen.
Ist das hier der richtige Weg? Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob wir im Kreis wandern. Wir können auch nicht laufen. Weil wir eben zu viel haben. Aber hier geht's raus. Hier geht's raus. Und hier waren wir nicht. Das heißt, es ist ein neuer Ort. Ich bin gespannt. Davon habe ich nämlich keine Karte. Idyllisches Tal. Das ist Pleasant Valley. Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. Dann werden wir hier drinnen ein kleines Feuerchen machen. Verdammt. Okay. Dann werden wir hier noch ein bisschen schlafen. 5 Stunden. Ein bisschen müssen wir noch schlafen. Oh, das ist cool. Das ist cool. Oh, geil. Es scheint sogar hier hinein. Schauen wir mal, wie viel... Wie viel Power unser Schlafsack noch hat. 67%. Könnten wir reparieren. Sehr gut. Dann müssen wir gleich mal was trinken. Und dann nehmen wir dieses Mal hier unsere große Trinkwasserflasche. So, jetzt sind wir mal unter 40 Kilo. Das ist ja schon nochmal was. Okay. Gut, die Laterne brauchen wir nicht mehr. Hier. Die andere Laterne, die müssen wir auch irgendwann nochmal weg. Wie viel hat jetzt unsere noch? Das ist jetzt natürlich die Frage, wenn wir das zerlegen, bekommen wir dann das Petroleum aus der Lampe raus oder nicht? Okay, minus 12. Wir könnten uns einen kleinen Tee machen. Machen wir uns einen kleinen Tee. Wir haben genug Zeit. Ja, machen wir gleich mit dem hier, oder? Ein kleiner Tee schadet nicht. Vor allem sind wir hier windgeschützt. Das heißt, das würde uns auf jeden Fall zugutekommen. Oh, ja, das war ja klar, das war ja klar. Nochmal das Gleiche. Dieses Mal nehmen wir ein Buch. Vielleicht brennen Bücher besser. Vielleicht sind Bücher besser zum Anzünden geeignet. Wir werden es gleich erfahren. Windgeschützt sind wir einigermaßen, wobei natürlich die Gräser sich ein bisschen bewegen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt in der Zwischenzeit schon etwas mehr gelernt haben, hier Feuer zu machen. Man bekommt ja immer Punkte dazu. Ja, das sieht schon gut aus. Das sieht schon sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Nehmen wir einmal hier Brennholz dazu. Dann werden wir... ja, machen wir eine Tomatensuppe. Kräutertee. Ich hoffe, dass die Tomatensuppe noch gut ist. Lecker ist. Kalt geöffnet. Ja, ja, das war klar. Das war klar. Das war klar. Okay, dann müssen wir die noch einmal garen. Es tut mir leid. Aber anscheinend müssen wir die tatsächlich immer sofort essen bzw. trinken. Wo haben wir sie? Wo ist die Tomatensuppe? Hier. Perfekt. Ja, das Feuer können wir brennen lassen. Okay. Hiervon habe ich keine Karte, Leute. Hiervon habe ich keine Karte. Kleiner Überblick schadet nicht. Ja. Aber sehr geile Sache hier.
Okay, wir sind nach wie vor überladen. Das heißt, wir werden nicht laufen. Wir werden nicht laufen. Denn sonst werden wir vielleicht nur schneller müde. Das kann nämlich gut möglich sein, wenn man natürlich überladen ist und dann sich auch noch anstrengt. Dann kann es sehr schnell sein, dass man kollabiert. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber auf jeden Fall sehr interessant hier, dass es wirklich schon so viele Gebiete gibt, an denen man sich aufhalten kann. Ah, langsam, langsam, langsam. Ich glaube, ich gehe lieber schräg, um eine Verknöchelung zu vermeiden. Wir haben zwar Verbandszeug gefunden, aber ich denke mal, das ist wesentlich wichtiger, wenn wir vielleicht gebissen werden und uns dann verarzten, als wenn ich einfach nur durch Dummheit stolpere und dann vielleicht sogar sterbe dadurch. Ist ja nicht einmal so abwegig. Gibt es auch viele, viele reale Fälle, wo Leute einfach gestolpert sind, sich verletzt haben, vielleicht das Bein gebrochen und dann sind sie gestorben, weil sie nicht mehr weiter konnten, keine Hilfe holen konnten. Und dort hinten ist ein Wolf. Den werden wir auf jeden Fall meiden. Und dadurch, dass ich die Karte hier nicht kenne, muss ich mich auf meine Instinkte verlassen. Vorsicht. Hier hinten ebenfalls ein Wolf. Natürlich keine Ahnung hier über dieses Gebiet, wo... Ah nein, Blödsinn, das ist ein Hirsch. Natürlich keine Idee hier, wo Jagdgebiete sind von eben Wölfen und so weiter. Das heißt, Augen offen halten. Momentan noch nicht wirklich etwas, woran man sich orientieren könnte. Das hier sieht eigentlich so aus wie ein Weg. Dort hinten höre ich auf jeden Fall schon wieder Krähen. Könnten wir hinlaufen. Müssen eigentlich ganz in der Nähe sein. Oh, Strommasten. Strommasten, Leute. Das ist ein gutes Zeichen. Wo Strommasten sind, ist Zivilisation nicht weit. Schon mal sehr gut. Und es ist gar nicht so kalt. Die Lufttemperatur ist zwar minus 19 Grad, aber dadurch, dass wir eigentlich relativ gut geschützt sind... Ach, wir haben ja... Hier. Warum ziehe ich die nicht an? Hier. Anziehen. Und der schützt eigentlich nicht gut. Eine Stunde 30 Minuten für zwei Stück Stoff. Tut mir leid, aber der wandert weg. Der wandert hier in den Schnee hinein. Und schwupps haben wir nur noch 35 Kilo, die wir mit uns mitschleppen. Gucken wir mal hier vor. Ich höre was. Ein Hase, okay, okay. Wo sind die Krähen? Da hinten liegt jemand, oder? Dort, genau, dort sind sie. Eine Leiche. Ach, ich weiß nicht. Wir haben... Nö. Wir haben's... Nö, die auch nicht. Wenn es jetzt nicht unbedingt Patronen sind und so weiter, dann hebe ich das schon gar nicht mehr auf. Wir können unsere Rucksackressourcen wohl besser gebrauchen, als hier 100 verschiedene Limonaden mit uns mitzuschleppen, von denen wir vielleicht gerade mal ein Drittel getrunken haben. Ah, Musik. Musik bedeutet immer etwas Gutes.
Musik bedeutet etwas Gutes. Aber momentan noch nicht. Ich werde auf jeden Fall diesen Pfad hier entlang gehen. Der sieht auf jeden Fall höchst interessant aus. Der wird uns ziemlich sicher zu einer Hütte führen. Und dort hinten entdecke ich gerade ein Auto. Hier geht noch ein kleiner Weg weg. So, gucken wir mal. Ach, den können wir mitnehmen. Nee, die lassen wir da. Wasserflaschen nehme ich eigentlich jetzt gar nicht mehr mit, dadurch, dass wir eigentlich selber Schnee schmelzen können. Ich hab gleich 4 Fackeln. Die werde ich ganz bestimmt nicht brauchen. Im Rücksitz liegt auch nichts. Okay. Okay. Wir haben noch 9 Stunden Tageslicht übrig. Ist eigentlich ganz gut. Wir sind... Unterkühlt sind wir eigentlich jetzt nicht so wirklich. Wir könnten uns eigentlich gleich noch ein Feuer machen und noch einen Tee. Dort hinten wird wahrscheinlich gleich wieder die nächste Leiche sein. Das machen wir eigentlich jetzt auch. Das machen wir. Das gönnen wir uns einfach. Und das machen wir mit normalen Stöcken. Schauen wir mal. Am besten gleich einen Tee machen, dann können wir umso länger... Ich könnte mir eigentlich auch gleich einen Kaffee machen. Dann wären wir auch nicht so schnell müde. Dadurch, dass wir jetzt in einem frischen Gebiet sind, hat das vielleicht sogar mehr Sinn. Ja, und es wird. Sehr gut. Leute. Wie das geschnalzt hat jetzt. Okay, wir machen uns mal ein Kräuterteam. Okay. Wo haben wir den? Hier. Und dann gleich einen Kaffee hinterher. Ach, okay, da brauchen wir Wasser. Da müssen wir nochmal nachlegen. So. Müsste sich eigentlich für den Kaffee ausgehen. Sieht gut aus. Perfekt. Tasse Kaffee. Fertig. Schon wieder verklickt hier. So. Au! Nein, das war dumm. Da haben wir nicht aufgepasst. Das war natürlich jetzt die eigene Dummheit, die uns hier irgendwie... Ja, jetzt ein paar Schmerztabletten gekostet hat. Die Leiche werden wir noch mitnehmen. Aber hier geht es dann leider Gottes... Oh, okay. Zieh dir mal den Baum hier an. Ende der Straße. Okay, das heißt, wir müssen... Oh, hier liegt Energieriegel, Einmannpackung. Wir könnten die Einmannpackung mitnehmen. Ja, die essen wir gleich, oder? Sind sowieso hungrig. Warte mal. Zuerst das schlechte Essen. So. Okay, es wird langsam dunkel, Leute. Ich mache mir Sorgen. Und
Puh. Ich mach mir Sorgen. Wir bleiben auf jeden Fall hier. Hey, das macht mir irgendwie Sorgen. Es wird dunkel. Wir müssen echt jetzt schon langsam schauen, dass wir hier eine Hütte finden. Gehen wir einfach nochmal zurück. Sollten wir hier mal kurz nach vorschauen, was hier vielleicht hinter dem Hügel ist. Vielleicht haben wir Glück. Sofern man dort nach hinten gucken kann. Aber, sieht sehr schlecht aus. Warte mal, sind dort hinten Häuser? Nee, oder? Das sind keine Häuser. Da unten ist eigentlich auch keine Hütte, oder? Warte mal. Ah. Ja, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Übernachten wird man dort wahrscheinlich nicht können. Es sind noch mehr Vögel. Wahnsinn, was hier überall herumliegt eigentlich. Das nehmen wir sich jetzt halt mal mit. Wir haben auch noch Kohle dabei. So, wo sind die Vögel? Hier. Noch eine Leiche. Eine richtige Leichen-Map. Das hat sich leider Gottes nicht gelohnt. Okay, dort hinten sind Hütten. Die Hütten sehen mir aber leider Gottes etwas kaputt aus. Dennoch würde ich mir sie anschauen. Das ist besser als nichts. Oh, eigentlich eine Hütte, eine kaputte Hütte. Und das ist natürlich jetzt die Frage. Bleiben wir hier? 7 Stunden noch. 7 Stunden noch. Gefährliche Sache. Oh, sehr gut. Genau die Schmerzmittel, die wir verbraucht haben, haben wir jetzt wieder gefunden. Das ist Schicksal, Leute. Ich denke mal nicht, dass hier etwas sein wird. Aber wir sind schon sehr weit jetzt vom Weg abgekommen. Okay, dort gehe ich nicht nach hinten. Wir gehen jetzt gleich wieder zurück. Doch bevor wir hier zurückgehen, machen wir ein kurzes Päuschen. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dann.